Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute wieder für euch in Dragonfly unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir wieder den Great Vault öffnen und dazu war ich mit zwei Chars fleißig und zwar einmal mit meinem Main, da habe ich ein bisschen M Plus gemacht und dann einmal noch mit meinem Twink ein bisschen RBG gespielt. Aktuell laufe ich nicht mit einem LFR mit dem dritten Char, weil ich mittlerweile das Mount bekommen habe, da kommt dann auch bald noch ein Video zu und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in den Vault rein. Gut, dass ich schaue. Wiederherstellung. Ich war ein bisschen Rares in Shadowlands am Jagen und habe da den Loot-Spec ein bisschen umstellen müssen, dass ich auch die Sachen bekomme. So, jetzt gucken wir mal, was drin ist. So eine Waffe wäre ganz nice. Nein, jetzt schon wieder ein Ring. Das ist jetzt ungünstig. Der hat Movement Speed drauf, ne? Aber kein Versa, den kann ich fast nicht nehmen. Was haben wir hier? Eine Hose auch ohne Versa. Ja gut, ich könnte natürlich die Hose nehmen und die dann upgraden. Fürs Set, dann hätte ich halt nicht eine 415er Set-Hose, sondern eine 418er Set-Hose. Oder ich nehme die Steinchen und baue mir irgendwo einen Sockel irgendwann drauf. Ich bin mir überlegen. Wie viel braucht ich? Ich krieg 4. Was brauche ich für einen Sockel? Dann brauche ich 6, okay. Das ist jetzt irgendwie auch nicht so worth. Kann mir dann nicht mal einen Sockel kaufen. Komm, scheiß drauf. Ich muss den Balken ja die Woche auch noch füllen. Dann kann ich mir die Hose umbasteln. Dann machen wir das halt so. Das ist jetzt kein super Upgrade, ne? Ich hätte halt eher was Richtung Schulter mal haben wollen. Dann könnte ich mit den Set-Teilen ein bisschen rumspielen und die austauschen. Oder einen höheren Gürtel wäre noch gut gewesen. Eine 418er Waffe. Das wäre noch gut gewesen, aber so. Naja, gut. Nehmen wir die Hose. Das ist jetzt ein Mini-Upgrade, sobald ich es dann hier im Katalysator ändern kann. Ein Ring, das rentiert sich nicht, ne? Ich habe halt jetzt einmal mir einen Ring craften lassen, ne? Mit Versa Tempo. Und einmal habe ich einen Versa Tempo Ring Max abgegradet. Also 415, ne? Mehr geht ja nicht über Punkte. Außer einem Plus, also deswegen lohnt sich das jetzt ja auch nicht. Ja gut, nehmen wir die Hose. Mal gucken, was kriege ich? 19er Key. Ich hoffe, irgendwas Gutes. Ich habe 419er gemacht die Woche und diesmal, jetzt will ich mal langsam so in die 20er gehen. Und was kriegen wir für einen Key? Ah nö, Akademie, den mag ich nicht. Naja gut, okay, hilft nichts. So, dann schauen wir mal, was mein Hordenschar noch drin hat. Swappen wir einmal. Und zwar... Dann Lootspec umstellen. Also, ja gut, ist eigentlich wurscht bei PvP-Gear. So, ich habe einmal Schultern... Da habe ich schon Set an und ich habe einmal Schuhe drin. Puh, das brauche ich eigentlich beides, ehrlich gesagt nicht. Mal überlegen. Oder ich nehme hier die Sockel. Ich glaube, ich nehme sogar mit dem Char die Sockel. Ich könnte natürlich auch einen T-Mock nehmen, ne? Aber ich denke mal, ich kriege die T-Mock-Sachen sowieso auf kurz oder lang, wenn ich noch ein paar mehr RBGs spiele. Na komm, ich nehme mit dem die Sockel-Scheiß drauf. Weil ich habe hier das Crafted-Item, ne? Wo man dann noch einen extra Bonus drauf hat. Das ist auch für 24 und das hier habe ich quasi in Set schon. Das macht auch keinen Sinn, ehrlich gesagt. So, machen wir das mal so kurz und schmerzlos. Naja, das war kein berauschender Vault, sowohl bei meinem Druid, bei meinen beiden Druids, sowohl beim Main als auch beim Twink nicht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Woche wieder und ich hoffe, da gibt es dann ein bisschen besseren Loot. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.